Die schwäbischen Wirtshausmusikanten bringen den Lichthof des altehrwürdigen Maximilian-Museums zum Schwingen. Ihre traditionelle Musik aus Altbayern und Schwaben begeistert Einheimische und Fremde gleichermaßen. Sie wollen mit ihren temperamentvollen Stücken eine Stimmung schaffen, die Begegnung ermöglicht, Kommunikation und Lebensfreude. Ein Kontrast, wie er größer nicht sein könnte. Die spanische Theatergruppe Kamtschatka erzählt ohne Worte. Die Angst vor Verfolgung, Terror und Tod ist greifbar. Der Drang zu fliehen, trotz aller Gefahren eine Zukunft für sich und die Liebsten zu suchen, körperlich spürbar. Verlorenheit spiegelt sich in den Gesichtern derjenigen, die nicht wissen, was sie erwartet, wie sie die Schrecken des Unbekannten Neuen bewältigen sollen. Die Musiker des Projekts Heimatlieder aus Deutschland sind hier zu Hause. Ihre Wurzeln aber liegen anderswo. Sie oder ihre Vorfahren sind eingewandert, haben es geschafft, sich zu etablieren, sind ein Teil unserer Gesellschaft. Ihre traditionelle Musik aber lebt weiter. Sie verbindet sich mit anderen Stilrichtungen, entwickelt sich weiter und bereichert die deutsche Musikkultur. Dach, Land, Sehnsucht haben die Ausstellungsmacher ihr Projekt genannt. Unterstützt von Künstlern haben Asylbewerber und Obdachlose ihre Sehnsucht nach Heimat und Obdach zum Ausdruck gebracht. Ich weiß nicht, ein Monat, ich vor ist meine Kinder. Kein Telefon, kein Internet, kein Flug. Im Tanz zu Hause überschreibt das Ballett des Theaters Augsburg seinen Programmbeitrag. Die Botschaft, wer sich ganz einer Sache, wie hier dem Tanz, verschrieben hat, findet überall Gleichgesinnte, fühlt sich aufgehoben und geborgen. Heimat ist damit nicht an einen Ort gebunden. Die Solisten von Brass Pur unternehmen musikalisch eine Reise entlang der Donau. Sie durchstreifen dabei ihre Heimatländer Deutschland, Österreich und Bulgarien. Romantische Weisen gehören ebenso zum Repertoire wie temperamentvolle Tanzlieder. Es ist schon tief in der Nacht, als Arco Yu, ein Künstlerpaar aus England, auf dem Rathausplatz eine artistische Glanzleistung abliefert. Ihr Stück Wheelhouse zeigt ein Liebespaar, das sein Zuhause in einem rollenden Rad hat. Das ist nicht einfach. Nähe und Zerrissenheit, Spannung und Erlösung konzentrieren sich auf kleinstem runden Raum. Furioser Höhepunkt des Programms ist die Platzinszenierung Die Arche. Eine Hochzeit bildet den Auftakt. Ausgelassene Stimmung, Fröhlichkeit, man will am liebsten mittanzen. Im Laufe des Festes kippt die Stimmung. Der Alkohol lässt Aggressionen hochkochen. Freude wie Feindschaft, gute wie schlechte Charaktereigenschaften, alle sind sie in uns Menschen angelegt. Das gilt im Privaten genauso wie in der großen Politik. Das ist die Botschaft der polnischen Straßentheatergruppe. Sie zeigt in ihrer mitreißenden Performance, was geschehen kann, wenn die Urtriebe losgelassen werden. Das Symbol der Heimat ist in der Performance ein großes geflügeltes Schiff. Es muss nur seine purpurnen Flügel ausbreiten, um das ewige Bild einer Menge Pilger auf ihrem Weg in das gelobte Land zu hinterlassen.